Seit 35 Jahren warten die Frauen darauf, dass die in der Bundesverfassung verankerte Lohngleichheit endlich umgesetzt wird. Mama, ich glaube, es passiert endlich etwas. 1995 kam mit dem Gleichstellungsgesetz zwar Hoffnung auf, aber heute, 20 Jahre später, verdienen Frauen immer noch 20% weniger als Männer. Um den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit zu erhalten, muss jede Frau jedes Jahr 73 Tage mehr arbeiten als jeder Mann. Hinzu kommt all die Arbeit, die von den Frauen unbezahlt zu Hause gemacht und die gar nicht als richtige Arbeit betrachtet wird. Kinder großziehen, einen Haushalt führen und Angehörige pflegen heißt für viele Frauen, auf gute Arbeitsstellen verzichten zu müssen, denn beides ist kaum vereinbar. Weniger bezahlte Arbeitsstunden heißt aber auch weniger Anrecht auf Beiträge aus den Sozialversicherungen. Sowieso arbeiten mehr Frauen als Männer in Niedriglohnbranchen, wie im Reinigungsgewerbe, Gastgewerbe, Pflegeberufen und so weiter. Kleine Löhne und viel unbezahlte Arbeit, das heißt auch kleine Renten im Alter. Und nun verlangen die Politiker auch noch, dass wir länger arbeiten? Lohndiskriminierung dauert bis ins Rentenalter an. Aber es gibt Lösungen, um den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit umzusetzen. Man könnte doch in den Betrieben verbindlich und systematisch die Löhne kontrollieren und Betriebe, die sich nicht an das Gesetz halten, bestrafen. Denn wichtig wäre eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber Lohndiskriminierung. Die Löhne der Frauen müssen endlich gleich sein. Dafür setzt sich die UNIA ein. Wir kämpfen gemeinsam für Lohngleichheit jetzt.